Aber nicht nur leicht bekleidete Frauen auf Werbeplakaten sorgten für Aufregung. Auch Männer als Lustobjekt ließen Männer neidisch und Frauen unruhig werden. Noch dazu, wenn sie als klassischer Adonis von einer professionellen Modefotografin in Slips und Bermudas dargestellt werden. Jolly Joker war dabei, vom Probeshooting in Mailand bis zum fertigen Plakat vor dem Wiener Gemeindebau. Oh, Superman. Den männlichen Zusehern sei es gesagt. Achtung, der Zeitgeist will uns an die Wäsche greifen. Frauen bekennen öffentlich ihr Interesse am Sex, liebäugeln mit dem Mann als Lustobjekt, unterstützt vom Sexismus in der Werbung. Der nackte Mann, nur mit einer Unterhose bekleidet, wird bald wieder auf Plakaten Aufsehen erregen. Oh, Superman. Es gibt einen Prozentsatz, dass 85% der Werbung kaum registriert wird. Wir wollten zum ersten bei den 15% sein. Zum zweiten war es sehr schwierig, Umsetzungsformen zu finden, wie man Herrenwäsche mit Anstand, also das Unzeigbare oder Unaussprechbare, zeigen kann. Ein leidiges Kapitel also, der Mann und seine Unterhose. Filmregisseure setzten jahrzehntelang auf diese Kombination. Sie war immer gut für einen Lacherfolg. Die Wiener Fotografin Elfi Semotan möchte genau das Gegenteil erreichen. Für ihren österreichischen Auftraggeber suchte sie hier in einer Mailänder Modellagentur katalogisierte männliche Schönheiten aus. Fotomodelle, die das letzte Kleidungsstück so tragen, als wäre es ein Pendant zum verführerischen Dessous und gleichsam ein praktisches Beinkleid. Eine Frau, die ausgezogene Männer fotografiert, löste hier anfangs Skepsis aus. Später wurde gelacht, als die jungen Männer erfuhren, dass sie nur mit Unterhosen bekleidet auf Plakatwänden aufscheinen werden. Look back into the camera. Back. Come up to the head, no? Yeah. Just hold it. Quite serious, if you can. Ob klassischer Adonis oder sportgestellter Jungmann neuzeitlicher Prägung, der richtige Typ in die richtige Hose. Ob schwingend oder eingeengt, alles hat hier seinen Platz. Und nichts blieb dem Zufall überlassen. Der Auftrag, Unterhosen zu verkaufen, egal ob an Frau oder Mann, erfordert ein makelloses Modell und darf keinesfalls an alpenländische Unterhosenträger erinnern. Selbst dieser gut gebaute Jüngling fand keine Aufnahme in Elfi Semotans Männerclub. Wie war das, Frau Semotan? Ja, also er ist sicher nicht geeignet. Er ist also viel zu wenig muskulös und lang und schmal. Also keine gute Figur für das, was ich haben will. Tony, just move. Das ist er. Eine Spätausgabe von Michelangelos David. Hoffentlich kein Lustobjekt für Damen, die vorgeben, an männlicher Nacktheit desinteressiert zu sein. Klassisch schön der Körper wie das Gesicht. Ein Mann wie aus dem Bilderbuch, das könnte einer sein für alle Gelegenheiten. Größe 186, Taille 81, Schuhgröße 43, dunkle Haare und klare Augen. Mit dieser Figur könnte er auch in Unterhosen bei jedem Hausball eine gute Figur machen. Die Herren würden seine Shorts im amerikanischen Stil bewundern. Die Damen, die früher beim Anblick eines Mannes in den Unaussprechlichen kreischten, würden ihm ins Auge blicken, wohin auch sonst. In Elfi Semotans Wiener Fotostudio bekommt dann die Sache den letzten Schliff. Jeff Ellis, so heißt der Amerikaner mit den klassischen Zügen, wird geschminkt und mit Babyöl eingerieben. Dies, damit der Körper strukturierter erscheint. Passend auch zur antiken Studiodekoration. Jeff weiß, was man von ihm will. Wie ein Roboter nimmt er die jeweils gewünschte Stellung ein. Sein Gesichtsausdruck wird auf allen 200 Fotos, die die Fotografin in 1,5 Stunden von ihm schießt, gleich aussehen. Ausdruckslos, unbeteiligt und abwesend. Mimik ist nicht gefragt. Das männliche Modell steht im Mittelpunkt und das Produkt, für das es werben will, ebenfalls. Die Augen des Betrachters gehen unwillkürlich zum Zentrum. Die Unterhose ist allen peinlich. So versuchen ansonsten modebewusste Männer möglichst schnell rein oder rauszukommen. Denn die Unterhose, die bei dem weiblichen Geschlecht zum Höschen oder Dessous wurde, dürfte trotz der Fertigkeit Frau Semotans vorerst im Untergrund bleiben. Eine Frau setzt die Unterhose ins richtige Bild. Und männlicher, unterkühlter Sex oder Erotik, ganz wie man will, erobert Plakatwände.
Die Gleichberechtigung ist da, zumindest bei der Unterhose. Es gibt diese Art von klassischer Schönheit, die kann man sehr wohl definieren. Nicht ein ebenmäßiger Körper, ein schönes Gesicht und gute Proportionen, aber Schönheit an sich hat für mich nichts mit dem Körperbau zu tun. Also ein Mann kann auch männlich sein, ohne dass er schön ist. Ja, natürlich. Na klar. I said, okay, who is this really? Stellt sich bloß die Frage, wer sich das leisten kann. Finanziell und vor allem figurmäßig. Aber offensichtlich gar nicht so wenig, sonst würden die Firmen ihr Werbeetat etwas knapper bemessen.